Unter ihr liegt ein Verlies. Als Erziehungsmaßnahme wurden die Mädchen dort regelmäßig eingesperrt. Hilde hat darüber mehr als 40 Jahre geschwiegen. In der Korrektion selbst hatte man nur einen Feldhocker und einen Kübel für die Notdurft. Und am Abend ist dann ein Strohsack reingekommen, der verschimmelt war und gestunken hat. Und es war alles voller Insekten da drinnen. Es sind schreckliche Geschichten über die Zustände in den österreichischen Kinderheimen, die jetzt nach und nach an die Öffentlichkeit kommen. Die Historikerkommission, die sich im Auftrag der Stadt Wien mit der Jugendwohlfahrt der 1950er bis 70er Jahre befasste, konstatiert eine historische Katastrophe. Dass sich in vielen Erziehungsheimen eine Alltagskultur der exzessiven Gewalt entwickeln konnte. Im Kinderheim Hohe Warte waren Schläge an der Tagesordnung. Und zwar solche, dass Markus oft eine Woche nicht zur Schule konnte. Aber schlimmer noch. 1,5 Jahre habe ich für einen Erzieher, zur Belohnung hat es immer geheißen, Lustnarbe sein dürfen. Und das Schlimmste ist, ich war nicht der Einzige. Er hat gesagt, ich brauch's niemandem erzählen, das glaubt mir eh keiner. Also haben sie Jahrzehnte geschwiegen, 100.000 österreichische Heimkinder. Auch die Mädchen vom Heimschloss Wilhelminenberg, über die Männer, die in ihre Schlafsäle eingelassen wurden. Jetzt erst werden die Vorwürfe überprüft, die da lauten, Massenvergewaltigungen und Verbindungen zum Rotlichtmilieu. Zweifelsfrei erwiesen ist bereits, dass die Heimkinder auch für medizinische Versuche missbraucht wurden. Sie wurden zum Beispiel mit Malaria infiziert. Außerdem hat man pubertierenden Mädchen ein Tiermedikament gespritzt, um die hormonelle Entwicklung zu unterdrücken. Die damals zuständige, hoch angesehene Professorin ist mittlerweile verstorben. 1980 erklärte sie noch einem jungen Filmemacher. Also ich glaube, dass wir hier ganz im Rahmen des Landes üblicher sind. 1980 also hat er schon in einem Film für den ORF auf die Missstände hingewiesen, nur erfolglos. Das war unzulässige Auflehnung gegen staatliche Einrichtungen. Und das hat gereicht, um zu sagen, nehmt diese Schmutzfinken weg aus dem Sender. Jetzt also hat die Vergangenheit Österreich eingeholt. Die Historikerkommission war die erste, die ihren Bericht vorlegte. Weitere stehen noch aus. Zu dieser Präsentation waren auch Politiker geladen, aber nicht erschienen. Man muss es nicht kommentieren. Sie fürchten sich vor den Opfern früherer Regime in dieser Stadt. Denn die Opfer haben ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Sie fordern höhere Entschädigungszahlungen als die bisher gebotenen 10.000 bis 30.000 Euro. Und sie wollen nicht akzeptieren, dass ihre Peiniger nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil die Taten strafrechtlich verjährt sind.